Wir haben uns heute ein Auto gemietet und werden jetzt ein bisschen die Insel erkunden. Aquí abajo, así. Natürlich habe ich kein Wort verstanden. Ich habe sie einfach angelächelt und da unterschrieben, wo sie mir gezeigt hat. Zack, so einfach und 36 Euro pro Tag leichter hat man einen Mietwagen auf Mallorca. Das Einzige, was ich vorzeigen musste, waren mein Pass und mein Führerschein. Ein Fiat Panda, wir haben die Papiere bekommen, Vollkasko. Wir haben den jetzt für 2 Tage und müssen den morgen Abend um 8 wieder abgeben. Jetzt machen wir noch einen kurzen Check und machen ein paar Fotos, dass wir auch sehen, dass alles in Ordnung ist mit dem, nur zur Sicherheit. Wird schon passen. Jetzt starten wir los. Wir fuhren von Cayas de Mallorca durch Manacor Richtung Norden und folgten der Straße bis nach Port de Alcudia. Dort machten wir Pause, weil ich aufs Klo musste. Wir entschieden uns dann doch noch eine Kleinigkeit zu essen, damit wir gestärkt in den Norden fahren können. Die nächsten 2 Ziele auf unserer Reise waren das Cap de Formentor und das Kloster von Luc. Wir sind jetzt kurz vor dem Leuchtturm und haben jetzt voll die geile Aussicht, die wir noch genießen wollen. Kurz vor dem nördlichsten Punkt von Mallorca, wie ihr sehen könnt. Wir sind jetzt noch am Straßenrand angehalten und sind auf so einem kleinen Hügel gekraxelt, von wo aus man eine richtig coole Aussicht hat. Und haben jetzt hier unser Intro-Video für den YouTube-Kanal gedreht und genießen gerade noch die Aussicht und fahren jetzt dann noch da hoch. Hallo. Das ist die Aussicht, die ihr hinter mir seht, von hier oben. Hier hinter mir gibt es den Leuchtturm. Ja, ich denke, ich werde da jetzt gar nicht mehr hochgehen, weil es ist verdammt heiß. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Aussicht. Wir fahren jetzt wieder runter und wir sehen uns nachher dann an der Nordseite. Das Kloster von Luc ist eines der bedeutendsten Wallfahrtsstätten Mallorcas. Jedes Jahr pilgern fast 1 Million Tagesgäste zu diesem heiligen Ort. Das Hauptheiligtum ist eine schwarze Madonnenstatue, die sogenannte Gottesmutter von Luc, die seit Jahrhunderten als Schutzheilige Mallorcas verehrt wird. Hallo, wir sind gerade in Luc. Was haben wir da drauf? Wir haben Muscheln drauf. Muscheln, Schrimps und da ist sogar noch eine Krabbe. Also es hat wie so einen kleinen Schlosspark, dann halt diese alten Ruinen, wo man rein kann. Und dann gibt es noch einen Bereich, wo man zahlen kann. Parkticket hier kostet 5 Euro. Wenn man das verrechnet mit dem Eintrittsticket, kann man nochmal 2 Euro sparen.
Auf dem Weg zum Torrente Paris fährt man auf einer der spektakulärsten Serpentinenstraßen der Welt. Die Abfahrt beträgt 12 Kilometer und gilt bis heute als Meisterleistung der Straßenbaukunst. Also wir sind jetzt an der Bucht angekommen. Natürlich, wie erwartet, gab es keine freien Parkplätze. Jetzt haben wir uns auf den Elektroparkplatz draufgestellt. Dann sind wir da. So, dieses Video kommt jetzt ein bisschen später, denn wir haben geschaut, dass wir hier an der Location gleich die Sonne ausnutzen. Ich lasse einfach mal die Momente und die Bilder für sich sprechen. Jetzt ist 8:30, wir sind jetzt fertig mit der Bucht und müssen jetzt noch nach Hause fahren, einmal über die komplette Insel drüber. Wir hoffen, es dauert nicht ganz so lange, aber wahrscheinlich schon so 1-2 Stunden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch einen Daumen hoch und abonniere auch unseren Kanal und wirf auch einen Blick auf unsere Website workingholidaycanada.de und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann! Ciao! Ciao!